Der herzliche Dank der griechischen Botschaft in Berlin und des Zentrum Modernes Griechenland gilt dem deutsch-griechischen Polyphonia-Chor Berlin für diesen Gruß, Nikos Mataglias, Ursula Vrisakis und Jovik Laviano, und Ihnen, den zahlreichen Teilnehmerinnen an der feierlichen Veranstaltung zum 200. Jahrestag der Freiheit der Griechen. Und hiermit gebe ich das Wort an Frau Marinaki für den letzten Akt unserer Veranstaltung. Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen des griechischen Geistes und der griechischen Musik, wie gerade so eloquent von Herrn Professor Dr. Pechlivanos erläutert wurde, sind wir ganz stolz darauf, dass auch modernes Griechenland mit seinem historischen und kulturellen Erbe heute noch für die wichtigsten Werte unserer Demokratie, Freiheit, Gemeinschaft, Gerechtigkeit und die Macht der Bildung steht. Alles, was im 21. Jahrhundert auch unseres Europa lebenswert und einzigartig macht. Nämlich lieber mit der Feder als mit dem Schwert zu überzeugen und Allianzen zu knüpfen. Dieses Jahr, anlässlich des 200. Jubiläums seit Beginn des griechischen Unabhängigkeitskampfes, erhielt die Botschaft von Griechenland in Berlin in Zusammenarbeit mit den griechischen Konsulaten in Deutschland viele Glückwünsche von deutschen Politikern und von einer ganzen Reihe von wichtigen Persönlichkeiten aus allen Lebensbereichen in Deutschland, die alle im Rahmen der Videoserien in YouTube unter dem Hashtag Griechenland 2021 präsentiert wurden. Also jetzt, zum Schluss, genießen Sie anbei eine schöne und kurze Auswahl von diesen ganz warmherzigen Botschaften, die Sie auch auf YouTube genießen können. Als noch ein kleines Dankeschön von uns allen an Sie für Ihre heutige Teilnahme. Bis zum nächsten Mal.